Wunderschönen guten Tag. Gibt mal wieder ein kleines Unboxing. Ich habe mir, ich hoffe, man kann es sehen, dass die Trust Soundbar Astro bestellt. Ja, auf jeden Fall 47 cm lang, 7,5 cm hoch, Power, Volume, Headphone, Micro Output, Input, Microphone, Input. So, 12 Watt, USB powered und Headphone Connection. Jetzt gucken wir da mal rein. Das Astro, nee, Asto heißt das. Oh Gott, jetzt habe ich Astro gesagt. Asto. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bezeichnung davon ist. Das hat ja noch irgendwie... Ach, ist auch egal. So, jetzt machen wir mal ein kleines Video. Vielleicht checken wir dann auch gleich mal, wie die Qualität davon ist. Ich werde dann erstmal mein Handy daran anschließen. Scheiß drauf. So. Zack. Trust Check of Products.com. So, hier haben wir eine Beschreibung. Hier haben wir unser USB powered. So. Oh Gott, das Ding ist ja wirklich micro. Jo. Headphone. Mikrofon in. So, jetzt komm mal her, jetzt brauchst du erstmal. Alter, freu dich, Mann. So. So, haben wir irgendwo einen USB-Anschluss frei durch Zufall. Hier haben wir auf jeden Fall den Anschluss für den Fernseher. Ich werde das Ding jetzt mal anschließen und dann checken wir mal den Sound. Oh, ich habe es jetzt einfach erstmal per USB, zack, schnell in die Lampe rein. Einfach mit einem ganz normalen Kabel. Mit dem Headphone-Kabel. Oh Gott. Weil man hat hier dieses wundervolle Headphone-Kabel plus... das Mikrofonkabel. Das Mikrofonkabel brauchen wir jetzt nicht. Einfach ans Handy angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, ob ein bisschen was rauskommt. So, jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen hören. Weil sonst hat das Ding auch keine großartigen Anschlüsse mehr. Ist ja auch ziemlich billig gemacht, um ehrlich zu sein. Es ist wirklich leichter als mein Handy. Wesentlich leichter. Ja, okay, los geht's. So, volle Lautstärke auf dem Handy. Das ist noch nicht so viel. We'll be right back.
reicht erstmal. Ja, was halt ganz cool ist, kann man einen Rechner anschließen, wenn man darauf steht. Ich bin eher so der Headset-Träger. Dann kann man hier vorne noch sein Mikrofon reinstecken und wenn man Bock hat, auch noch sein Headset hier vorne. Ja, ich werde noch ein kleines Video am Fernseher machen. Ja. So, und jetzt noch mal ein kleines Video, wie sich es am Fernseher anhört. Ist jetzt nicht der Burner, weil es hat halt nur grandiose 12 Watt, aber reicht erstmal aus, weil mein Fernseher total räudig ist. Und ja, der Ton immer irgendwie verschwindet. Naja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt mir einen Kommentar da lassen. Link ist unten drunter. Bis denn dann. Ciao.